Herzlich willkommen bei StudyHelp TV. Jetzt haben wir uns mal so ein paar Lagerungen angeguckt und die auch schon konstruiert. Und da war es dann aber immer so, dass man sich nur die Absätze angeguckt hat, auf denen dann die Lagerungen vor sich hingedreht haben. Über die Konstruktion von ganzen Wellen haben wir uns bisher noch nicht unterhalten. Deswegen tun wir das mal und fangen an mit einem Beispiel. Und zwar konstruieren wir mal ein Zahnrad auf einer Festloslagerung. Festloslagerungen hatten wir uns schon mal angeguckt. Zahnräder sind neu und man wird das eine oder andere vielleicht schon wiedererkennen. Ein paar Dinge sind auch neu. Wir gucken uns das mal an. Ich möchte mal mit Folgendem anfangen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Achse und einer Welle? Eine Welle überträgt ein Drehmoment. Das heißt, irgendwo rappelt ein Motor und dieser Motor bringt sein Drehmoment über irgendeine Verbindung in die Welle ein. Die Welle dreht sich und dreht damit irgendein anderes Funktionselement, das dieses Drehmoment wieder abgibt. Deswegen findet man Wellen klassischerweise zum Beispiel in Getrieben. Der Unterschied zur Achse ist dann folgender, und darüber kann man sich das eigentlich auch ganz schön merken. Eine Achse trägt ein Drehmoment. Eine Welle überträgt, eine Achse trägt. Das heißt, im Auto kommt am Ende des Tages aus dem Motor das Drehmoment in der Achse an und die Achse macht dann über eine formschlüssige Verbindung mit den Rädern, über irgendwelche Zusatzfahrwerkelemente dann daraus eine Vorwärtsbewegung. Das heißt, die Achse gibt das Drehmoment am Ende des Tages nicht mehr ab, sondern macht daraus eine translatorische Bewegung über die Räder und die Reibung mit dem Boden. So, das also mal so zum Warmwerden, damit das auch endlich geklärt ist. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das konstruiert kriegen. So, wir wollen eine Festloslagerung machen mit so einem Zahnrad. Dann fangen wir doch mal in der Mitte dieser Geschichte an und malen mal so ein Zahnrad. Wie funktioniert das jetzt? Also, wir brauchen einen Absatz, auf dem hängt das Zahnrad. So, wie funktioniert das jetzt? Also erstmal ist es so, wenn man auf ein Zahnrad von der Seite guckt, dann ist das ein Rechteck. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Das, na, kriegen wir auch gerade hin. Könnte dann zum Beispiel irgendwie so aussehen. Wichtig ist natürlich, dass so ein Zahnrad, wenn man es in seiner eigenen Ebene schneidet, bezüglich der Welle in der Mitte symmetrisch sein muss, denn ansonsten hätte das Zahnrad ja eine Unwucht. So, jetzt kann ich das Zahnrad schneiden und werde dann da, wo die Verzahnung ist, nichts mehr finden. Deswegen schraffiere ich es mal nur bis hier oben hin. Das Zahnrad ist ein Teil, deswegen ist die Schraffierung natürlich gleich. So, weil jetzt hier oben die Verzahnung ist, macht man da üblicherweise so eine Strichpunktlinie rein. So, jetzt haben wir aber noch einiges zu tun. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt so einen Wellenabsatz und schiebe da ein Zahnrad drauf. Jetzt überlegen wir mal, was passieren würde, wenn die Welle sich dreht. Wenn die Welle sich dreht, dann schlackert als allererstes das Zahnrad irgendwie hier so links und rechts hin und her wegen so ein bisschen Gleitreibung. Und vor allen Dingen wird es sich auf keinen Fall mit der Welle mitdrehen, denn die Welle würde jetzt hier einfach unter dem Zahnrad durchdrehen. Das ist doof. Und damit man eine Übertragung des Drehmoments hinbekommt zwischen Zahnrad und Welle, macht man hier eine sogenannte Passfedernut hin. Da kann man sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so richtig vorstellen, wie darüber eine drehschlüssige, den Begriff gibt es nicht, aber wie eine Drehmomentübertragung zwischen Zahnrad und Welle so funktionieren kann. Deswegen gehe ich jetzt mal zeichnerisch an meine Grenzen und mache das dreidimensional. Wie kann man sich das vorstellen? Wir gucken uns mal den Absatz der Welle an, auf dem irgendwie das Zahnrad rappeln soll. Da ist eine Nut drin. Das heißt also hier so ein kleiner Hohlraum. Wenn man sich das von der Seite angucken würde, sähe das irgendwie so aus. Und jetzt kommt in diese Nut eine sogenannte Passfeder rein und das ist nichts anderes als so eine epileptische Scheibe, die wird jetzt hier reingesteckt und jetzt kommt das Zahnrad und das Zahnrad wird da jetzt irgendwie draufgeschoben und kann sich dann, wenn
das hier so drin steckt und das gleich im Zahnrad steckt, kann sich das Zahnrad relativ zur Bewegung der Welle nicht mehr drehen. Wie sieht das jetzt aus? Also das hier ist die Passfeder. Das hier wäre die Sicht von vorne auf die Welle. Und jetzt kommt das Zahnrad. Das Zahnrad sehe vielleicht irgendwie so aus. Und ja, so ungefähr ist der Wellendurchmesser. Ich erspare mir jetzt mal die Verzahnung von dem Zahnrad noch zu zeichnen. Ich deute das mal so durch so gestrichelte Linien an. Das hier wäre das Zahnrad. Und damit das jetzt hier entsprechend verbunden werden kann, ist jetzt hier auch wieder so eine Nut eingefräst. Die sähe dann zum Beispiel irgendwie so aus, so von innen. So, jetzt muss man sich vorstellen, diese Nut hängt jetzt hier drin. Dann wird die Passfeder auf die Welle gesteckt. Dann schiebt man das Zahnrad hier drauf. Und wenn ich jetzt die Welle drehe, dann ist die ja formschlüssig über die Nut mit dem Zahnrad verbunden. Und ich kriege es also hin, dass ich eine Drehmomentübertragung habe. Soweit zu Passfedern nun. Wenn man das googelt, findet man da auch schöne Bilder zu. Damit habe ich ja schon mal erreicht, dass ich jetzt eine Übertragung des Drehmoments habe. Jetzt ist es aber so, das Ganze wird jetzt hier mal so per Hand zusammengesteckt. Da ist natürlich dann ein gewisses Spiel bei, damit das überhaupt geht. Dementsprechend ist das Ganze jetzt axial noch nicht vernünftig gesichert. Nach rechts kann es sich ja sowieso bewegen, deswegen sichert man das Zahnrad axial mit einem Sicherungsring. An der linken Seite könnte man das Ganze, das hätte was mit der Montagerichtung zu tun, beispielsweise axial dadurch sichern, dass man hier einen etwas breiteren Wellenabsatz vorsieht. Vielleicht so. Und dann sieht man, axial ist die Welle, ist das Zahnrad auf der Welle jetzt gesichert. Keine Möglichkeit des Spiels mehr. Und relativ zur Drehbewegung der Welle kann sich das Zahnrad auch nicht mehr bewegen. Das heißt, Zahnrad fertig. So, jetzt müssen wir ja irgendwie eine Festloslagerung da dran kriegen. Festloslagerung haben wir uns schon mal angeguckt. Allerdings noch nicht im Ganzen und auch nicht in Kombination mit so einem Funktionselement. Wie man jetzt also im nächsten Schritt an dieses bereits konstruierte Zahnrad jetzt noch eine Festloslagerung so dran bekommt, dass das Ganze montierbar ist und die Funktion gewährleistet ist, das gucken wir uns dann im nächsten Video an.